Backofen Pommes. Ach so, an der Seite kann man das gar nicht platzieren. Und, Lampen sollen da auch aufblinken, was gerade passiert mit den Pommes, wie die gerade wie verarbeitet werden. Der nächste Schritt ist, dass die gekocht werden sollen. Ich hatte gerade eine richtig geile Idee, wie man das simulieren kann. Dazu müssen die Pommes erstmal nach oben gebracht werden. Das heißt, hier baue ich einen kleinen Aufzug. Machen wir hier Block für Block. Schatzi. Aber ich höre dir zu, Joe. Joe Kraft ist gut. Das ist gut, oder? Der baut eine Pommesmaschine. Ja. Nee, die nehmen wir nicht. Aber den sie lacht dich aus. Soll sie gerne tun, wenn es Spaß macht. Ich finde die Idee total geil. So, jetzt pass auf. Ja, die Idee hat schon. Schritt 1 ist Kartoffeln. Die Kartoffeln werden mal ein bisschen abgespült hier. Eventuell wäre noch schön, wenn ich irgendwie Dings mache. Also, dass ich irgendwie. So, und dann geht's weiter mit den Kartoffeln. Dann geht's in Richtung Itemfahrspüler. Bringt die nach oben. Wo sind meine Pommes hin? So. Da ist es schon. Ich will auch so ein bisschen gucken, dass das so ein bisschen zueinander passt, ne? Echt? So, dann nehmen wir hier den nächsten. Oh ja, du hast das Spiel bei mir verlassen. Warte mal, das können wir nicht. Bei mir läuft das. Warte nicht mal zu mir, ob ich mich doch bewege. So, die hatte ich auch schon. So. Dann nehmen wir jetzt einmal gelb noch und einmal rot, wenn hier beide Farben noch gibt. Rot, sag ich schon, blau. Ja. Wo bist du? Ich sehe dich. Blau ist ja sowieso alles hier, aber wir machen es trotzdem mal so. Bei mir läuft auch alles. Ich hab einen Test gemacht. So, jetzt kommt dieses Lava, der Lavaboden. Die Frage ist, der nimmt Magmaboden. Der Magmaboden muss am Ende auch wieder ausgetauscht werden. Wieso schreibe ich nicht dahin, wo ich es hinhaben will? Ja, das sind diese blöden Lecks hier zwischendurch. Das sind so Sekundenlecks. Ist das Eis? So. Offensichtlich nicht. Ah, hier, das geht an die Seite. Seltsam. Das ist äußerst seltsam. Aber ich werde gleich mal was ausprobieren. Ich hab so eine Idee, warum das vorhin so nicht ging. Also die hier gehen nicht an die Seite, die gehen nur am Boden. Aha, jetzt kapiere ich's. Das heißt, ich werde gleich nochmal die anderen Farben brauchen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt kommt hier nämlich hier so ein Wasserbassin hin, in dem die Kartoffeln gekocht werden. Hier wird gekocht. So, dann nehmen wir hier die blauen. Warte mal, ich habe hier zweimal das gleiche Blau. Könnte sein, dass jetzt ein bisschen Technik kaputt geht. Muss ich erst mal gucken, wo waren die? Nö, Glück gehabt. Wo waren die? Andererseits, Pech gehabt. Noch unter Deko, oder? Oh, Scheiße! Mist! Da. Was ist passiert? So. Unschöne Sachen sind passiert. Wasser? Dinge, über die ich nicht reden möchte. Fehler wurden begangen. Ich glaube, den Fehler Boden müssen begangen. Wir vielleicht doch nochmal austauschen, eventuell. Metas, ich glaube, die Joecraft hat irgendeine Redstone-Schaltung. Nein, alles gut, er hat sie schon wieder repariert. Es war seine eigene Redstone-Schaltung. Der so. Joecraft weiß ja, wie seine eigene Schaltung aussehen. Gut. Dann machen wir hier mal alles weg. So. Und suchen noch zurück zur Pommesmaschine. Ich will meine Pommesmaschine heute bauen. Liebe Leute, an alle neuen Zuschauer, wir bauen hier gerade eine Pommesmaschine, wie ihr unschwer erkennen könnt. So, warte mal, welche war das? Die müssten das sein. Geh weg, Baby. Wenn ich mich nicht irre. So. Schritt 1. Rot hatten wir gemacht. Hier, das hier. Genau. So, können wir das alles so ein bisschen. Ja, was denn? Schritt 2, kochen. Hast du Zeit? Nach dem Stream will ich mich erstmal mit einem alten Freund unterhalten, von dem ich schon lange nichts mehr gehört habe. Kenn ich den? Ja. Oh, ich weiß, um wen es geht. Oh mein Gott. Kennst du? Ich weiß, um wen es geht. Okay, haben wir. Nein, das sage ich jetzt nicht, aber ich weiß, um wen es geht. Dann probieren wir mal. Was nimmt man da? Jetzt pass auf, meine Idee ist nämlich, nachdem die Kartoffeln gebacken wurden, gekocht worden sind, sollen die mit Soul Sand weitergebracht werden. Und zwar. Könnte was werden. Und jetzt die geile Idee. Die müssen ja irgendwie hier rausgebracht werden. Standbilder, hallo. So. Hallo, Minecraft. Metas? Ja. Fängt der Name dieser Person mit einem T an? Mit einem T? Ja. Nein. T wie Theodor. Nein. Nein, nicht der Real-Life-Name, der Spielname. Nein. Oh, okay, ja, dann weiß ich. Oh, Moment. Fängt der mit einem A an? Der Vorname? Der Real-Life-Name, ja. Ja? Ja, dann sag ihm schöne Grüße. So. So, dann. Ich weiß nicht, wenn es geht. Hier ist. Aha, das ist schön. Ich will mal gucken, ob ich hier so ein Bötchen irgendwie hinkriege, das so ein bisschen kaputt ist, ne? Das heißt, hier machen wir. Warte mal, hier machen wir so ein Löchlein noch rein. Ne? So. Genau. So. Ich überlege gerade, wie man dieses Ding nochmal anders designen könnte. So.
So könnten die Fische da so ein bisschen durchschwimmen, ne? Hier, das machen wir auch ein bisschen länger. Und Standardbauer, danke für dein Abo. Ich will nochmal gucken, ob irgendjemand hier gespendet hat oder Mitglied geworden ist. Nein, es sind keine neuen Mitglieder. Stopp. Nein. Ich will das nämlich nicht verpassen. Nicht, dass hier ne, einer sagt, ja, oh, ich hab da voll die fetten Euros da rausgehauen und der sagt noch nicht mal Danke oder so. Nee, das wollen wir ja auch nicht. Ja, was denn? Das war gerade der Standardbauer, ne? Ja. Er ist halt kein exotischer Bauer, er ist halt ein ganz normaler, standardisierter Bauer. Geh mal diese Wortwitze hier, die fliegen ja durch die Luft wie sonst so, was. So, warte mal. Joe. Machen wir sie. Wortwitze durch die Luft am Fliegen sein. Genau, nehmen wir hier diese. Freut mich. Diese? So, dann machen wir hier. So. Jetzt will ich gucken, ob hier das geht. Aber Metros, wir müssen nachher halt noch was nachschauen. Und das wäre? Das, was du mir gestern am Telefon gesagt hast. Die goldene Frage ist, was hat er ihm nun am Telefon gesagt? Ja, das ist nicht für die Allgemeinheit, deswegen werde ich das halt jetzt nicht sagen. Ja, aber er hat recht. Die goldene Frage ist, was hat er da gesagt? Kann ich dir in Discord schreiben, ohne das? Ja, kann ich eh, ne? Mach's mal lieber nicht. Weil ich hatte vorhin so ein bisschen Probleme mit der mit Discord. Hat da was angezeigt, was es nicht anzeigen sollte. Möchte ich nicht. Metos, ich werde jemanden bannen. Der schreibt da schöne Sachen, okay? Schreibt schöne Sachen. Ja, den darfst du gerne bannen. Hier, ich hab den mächtigen Bannhammer gesprungen. Nehmen wir definitiv nicht entgegen. Das läuft nicht, Leute. Könnt ihr vergessen. So, da werde ich auch ganz schnell sauer. Frage, wie mache ich das jetzt mit den Kartoffeln hier? Die Kartoffeln müssen irgendwie da reinkommen. Das heißt, wir drohen nicht, wir beleidigen nicht. Wir sind hier alles gute Freunde. Wollen alle nur unseren Spaß. Und nicht weniger. Und DH Crafter, danke für dein Abo. So. Dann Metos, ich gebe dir ein Stichwort. Daraus kann man aber nicht schließen. Ich sage nur E-Mail. Kann man im Wasser nicht irgendwie den Redstone hier hochladen? Saman. Was jetzt nicht in das Team gehört, brauchen wir auch nicht zu erwähnen. Und zwar nicht mal ansatzweise. Dass du nachher abhaust, das müssen wir besprechen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und nein, ich werde nicht abhauen. Gut, passt. So. Ja, mehr wollte ich. Machen wir hier. Ey, da hat sich wer abonniert, das sind Bananen. Was? Ja, der habe ich doch schon Danke gesagt, Mensch. Ach so, ja, bei mir sind da Bananen, tanzende Bananen im Bild. Ja, ich weiß, das ist normal. Voll normal, ey. Yellow fluffing bananas dancing on, keine Ahnung, on the video. Oh, ich habe eine geile, das müsste sogar von oben funktionieren, weil ja hier unten, wie nennt sich das ist? Wenn ich irgendwann mal streamen sollte, wird mein Sub-Alert einfach so sein, so Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbow. Jetzt im Ernst? Ja, so. Nein, im Detlef. So, da haben wir hier noch so eine kleine Höhle, ne? Ich überlege mir noch, was ich hier noch so alles reinbringen kann, aber das machen wir später. Ich will jetzt langsam mal ein paar Fische hier reinbringen. Frage ist, funktioniert das, wie ich es mir gerade vorstelle? So, also hier hätten wir gebratenen Lachs. Was wollen wir da drin schwimmen lassen? Gebratener Lachs, gebratener Kabeljau oder, ich weiß nicht, ob das gebratener Kugelfisch oder normaler Kugelfisch ist, ne? Dann hätten wir noch Tropenfisch, der wird wahrscheinlich auch gebraten sein. Ach ne, hier oben sind die gebraten. Boah, mit das ist so ein Tierquäler. Ja, ich weiß, es ist voll hart, ne? Nein, gucken wir mal. Warte mal, wo ist denn, hier müssen die ganzen Eier sein. No. Jetzt geht ja schon die Eier von den Tieren. Wolfsborn. Nee, warte mal, fangen wir hier unten an? Nein. Oh ja. Aber das schaut sogar richtig gut aus, finde ich. Der 1.13 ist schon. Nein, was will ich denn hier mit Zombies? So, nein. Jetzt nochmal. Also Kartoffeln bitte erstmal in die Sortier. Geist, Schildkröten. Nein, Schildkröten machen wir hier nicht rein. Joecraft. Woanders rein. Nein. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob das hier funktioniert. Da hat mir jemand im Chat geschrieben, ich soll dir bitte ausrichten. Pommes ist anscheinend eine andere Sprache und heißt gebratenes Erdmännchen. Das können wir auch noch mit reinnehmen. Ja, aber Pommes nicht. Funktioniert irgendwie nicht. Ich krieg die Items nicht. Was? Schleim? Nein, machen wir nicht. Skelettpferd? Nein. Silberfischchen? Nein. Was? Wer kennt es nicht? Unendlich viel Hunger und Essensverbot. So geht's gerade der Joker. Der hat Hunger und kann nichts essen. Kaninchen, nein. Kaninchen setzen wir nicht ins Wasser. Kugelfisch, das können wir noch nehmen.
Eisbär, nein, den setzen wir auch nicht hier rein. Ach man, ich dachte, es gäbe noch mehr Fische, aber vielleicht habe ich sie ja noch nicht. Lama, Wüstenzombie. Das ganze Problem ist, dass das alles schön und gut ist, was ich mache, aber es funktioniert nicht. Was? Magier? Was ist denn Magier, Spawn-Ei? Oder Magier? Magier! Magier! Ja, ich bin Legastheniker. Das ist keine Ausrede. Nein, ist das eine Freifahrt? Entschuldigung, ach, für alles, was du verbockst? Ja. Ich bin Legastheniker. Ja, irgendwie schon, ne? Ich habe in ihrem Laden geklaut. Sie haben geklaut. Warum? Ich bin Legastheniker. Ich wusste nicht, dass man hier bezahlen muss. Okay, passt schon. Sie können gehen. Wächter. Nein, die Wächter machen wir hier nicht rein. Ertrunkenen Spawn-Ei. Wäre eine Überlegung wert. Esel. Nein, Delfin. Hey, wir könnten auch noch Delfine dazu machen. Creeper. So, pass auf. Ich mache das jetzt auf die altmodische. Kabeljau. Ja, machen wir es mit Eis. Ich denke, das dürfte auch reichen. Ich esse jetzt eine Scheibe Prosciutto auf deinen Nacken und denke an dich, okay? Ja, so. Danke. An deinen Hunger. Dann machen wir hier so ein paar da rein. Ich bin gerade hochkonzentriert, weil ich jetzt die Kochstation brauche. Viele bunte Fische. So, dann machen wir hier noch einen Tintenfisch mit rein, so zwei, drei Stück. Dann hier Lachs. Könnten wir noch mit reinmachen. Ne? Schön Lachs. Die lassen wir auch mit drin schön. So, dann hier noch so kleine Kugelfischlein. Die machen sich ja richtig dick und fett, wenn die sich bedroht fühlen. Machen sie jetzt gerade nicht. Aber mach ruhig ein bisschen mehr. Jetzt kommen die Leute Delphine. Zum Mittagessen in den Chat, um zu sagen, dass ich dir was ausrichte. Mach mal so ein paar Delfine hier hinten. Mach mal auch so ein paar noch hin. So eins, zwei Delfine, genau. Josef? Ja? Warte mal, wir schreiben, dass irgendeine Tür kaputt sei. Dass was kaputt sei? Eine Tür. Welche Tür? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall schreiben die Leute richtig in Schockkraft aus, dass er die Tür Also erst werden die Kartoffeln gewaschen, nach dem Waschvorgang der Kartoffeln. So, geht es mit den Kartoffeln hier weiter. Und sie gehen in den Kochtopf. Hier werden sie gekocht. Hier haben wir noch ein paar Kabeljau. GrowCrafter 08. Bei Metos in der Videobeschreibung steht unten der Discord-Link. Nee, doch, die gehen. Oh, hier können wir noch ein paar Ertrunkene reinsetzen. Das ist cool. Ja. So. Aber ich will noch ein bisschen. Warte mal, wo haben wir denn die Tropenfische? Da, genau. Oh, Leute. Ich möchte hier so ein bisschen mehr buntes Zeug drin haben. Dass ich hier so ein paar Tropenfische noch mit reinkriege. Das sieht bestimmt geil aus, wenn es richtig bunt ist hier. Hey, guckt euch mal das Aquarium an, Leute. Ich meine, man kann hier mit Sicherheit noch ein bisschen mehr dekorieren, aber das sieht schon Hammer aus mit den ganzen Fischen hier drin. Schreibt mir doch mal in den Chat, was haltet ihr davon? Wie sieht das aus? Kommt das geil rüber so mit den ganzen Fischen? Ist doch... Ich finde, da hat sich Mojang echt mal was Schönes einfallen lassen hier. Oder? Warum? Warte mal. Metos, ich soll dir gerade sagen, du sollst bitte aufpassen, dass du nicht so viele Schildkröten in dein Aquarium setzt. Weil eine Pizza für vier Personen... Weil die sich... Was? Pizza für vier Personen? Wer hat eine Pizza bestellt? Metos. Warte mal, wer war das nochmal? Hier, der Kristallmann, du hast keine Pizza bestellt, da bin ich mir ganz sicher, die wäre schon da, weil, also zumindest bei unserem Pizza-Onkel, der ist ziemlich schnell. Discord? Ja, nein, bin ich nicht, Metos. So. Ignoriert mich der Typ. So. Warte mal, ich bin hier gerade am gucken. Du sollst nicht so viele Schildkröten spawnen, die vermehren sich extrem und, Josef, die Schalker-Tür, schreiben die Leute. Oh. Ich glaube, diese Ertrunkenen, die werde ich wohl wieder wegmachen müssen. Die sind böse. Die machen hier alles kaputt. Okay, das wollen wir hier auch. Das ist einfach eine Redstone-Schaltung, die ich hier die Kolben am Ende wieder einfahre. Machen wir die wieder weg. Die Ertrunkenen, weil das ist mir zu riskant. Nachher killen die mir die ganzen Fische hier. Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre schade. Tor auf, dann hätte ich hier alles umsonst gemacht. Ey, der hält aber ganz schön was aus. LOL! Wie cool! Echt mal. Was? Summon and Deck Minecraft? Den da machen wir auch wieder weg. Okay, ich glaube, dass die Fische hier killen. Was ist das? Und das möchte ich äußerst. Haupteingang, Atrium, obere Ebene. Summon, entdeckst du gerade erst unser Pisten aus, oder wie?
Bimmelbahn. Ja, ich schaue mich jetzt erstmal so richtig hier um. Meine Güte, ey. Hast aber eine Menge verpasst. Das Feuerwerk kenne ich. Wenn man da ein Item reinschmeißt, kommt hier eine Rakete. Ist noch einer. Ja, habe ich dir doch neulich gezeigt. Der hat irgendein Hirn in der Hand gehabt, so wie das aussah. So, neue Rezepte verfügbar. Ach, wie schön. So, nee, habt ihr zweimal geguckt hier beim Aquarium? Dieses Klischee. So, jetzt pass auf, jetzt guckst du mal hier. Also, siehst du. Also, wir haben als erstes die Maschine, die sauber macht. Das heißt, hier werden die Kartoffeln erstmal gewaschen. Warte. Slash. Anschließend werden die Kartoffeln weitergeleitet. Und jetzt hier, seht ihr, wird jetzt hier Lava in den Boden gesetzt. Die Lava sorgt jetzt dafür, dass jetzt die Kartoffeln gegrillt werden. Danach geht's weiter über die Kartoffeln, die werden hier oben rausgeschleudert. Und dann geht's weiter. So. Warte mal. Joecraft? Ja. Was ist das? Das hier wird die Maschine. Das wird die Kartoffeln. Nein, warum sind das so Blubberbläschen? Die saugen dich an. Also die stoßen dich jetzt ab. Ich zeig's dir. Mithas, drück mal auf den linken Knopf dort. Dann guck mal, was so, passiert. So, warte. Ich will erstmal alles hier so aus der Hand machen. Drück mal gleich auf den Knopf, Mithas, und dann schaust du, was diese Maschine macht. Darf ich drücken? Mithas darf drücken. Oh. So. Schritt 1. Kartoffeln werden gewaschen. Das heißt, hier in dieser kleinen Waschmaschine werden die zweimal gedreht und werden gewaschen. Schritt 2 ist, die Kartoffeln gehen weiter zum Vorkochen. Jetzt gehen die in den Vorkocher. Im Vorkocher werden die gekocht. Wenn die durchgekocht sind, werden die nach oben geschleudert und werden von oben aus weitergebracht. So, und das ist jetzt muss ich weiterbauen. Aber das sind immer noch normale Potatoes. Ja, die werden dann, das geht jetzt weiter. Die wurden jetzt vorgekocht erstmal. Und jetzt gleich kommen die dann kommt noch eine Schneidemaschine. Das heißt, die werden erst gereinigt, dann gebacken und dann geschnitten und dann kriegen wir Pommes. Aber hier gibt's keine Pommes in dem Spiel. Das ist das. Nein, gebackene Kartoffeln kriegt man am Ende. Die werden am Ende noch gebacken. Ach so. Die werden dann quasi nochmal geröstet, wie ich es nenne. Es geht jetzt erstmal eins nach dem anderen weiter. Ja, aber du musst die auch in Streifen schneiden. Hier, Summon, komm mal her. So. Und Leute, ich tue euch das wirklich ungern an, aber das müsst ihr in der nächsten Folge weitermachen. Ja, mal kurz. Summon, komm mal mit. Ja, warte mal. Komm mal mit, ich zeig dir mal was. Komm mal eben vors Pistenhaus, bitte. Zu dem, wo du gebaut hast. Okay, ich komme. Oder teleportiere mein Gebot einfach wieder. Bist du da? Ja. So, jetzt pass mal auf. Erstmal, du weißt, dass es eine Schwimmanimation gibt, bevor du da beeindruckt bist. Ja, oder? Das weiß ich schon. Wenn du jetzt auf den Boden dieses Wasser gehst, kann ich jetzt folgendes machen. Ich kann hier Soul Sand Blöcke hinsetzen und Magma Blöcke. Die haben zwei unterschiedliche Eigenschaften. Die Magma Blöcke ziehen dich runter. Die einen ziehen nach unten, die anderen nach oben. Das habe ich alles schon im Video erklärt. Ja. Guck mal, geh mal in die Magma Blöcke rein. Da habe ich nämlich ein Video zu gemacht. Und die Soul Sand Blöcke drücken dich nach oben. Oh mein Gott, wie cool ist das? Ist das das 1.13 Update? Ja, es gibt noch ein geiles Feature, und zwar, was ich neulich erst rausgefunden habe. Ich weiß, ich sollte eigentlich wissen, aber Delfine, ne? Die Eigenschaft von Delfinen ist, wenn du anfängst zu schwimmen, wie ich jetzt hier, Moment, ich gehe mal kurz in die Schwimmanimation. Seht ihr, dass die mir jetzt folgen? Ja, das und machen die übrigens auch bei einem Boot. Ja, und dadurch wird man jetzt doppelt schnell. Das heißt, ich schwimme jetzt quasi schneller, weil die Delfine mir folgen. Ach so, liebe Zuschauer. Falls es euch interessiert, ihr solltet mal eine völlig neue Welt erstellen in Minecraft, also in der neuen Version 1.13, erstellt eine neue Welt im Survival und dann geht mal auf Schatzsuche. Es gibt nämlich jetzt die Möglichkeit, Schätze zu finden. Jawohl, ja. Und ach so, zwar Schätze. Im Meer. Da könnt ihr im Meer diverse verschiedene versunkene Boote oder Schiffe finden und dort könnt ihr auch Schätze finden. Ja. So, also Leute, da der Livestream so langsam zu Ende geht, möchte ich noch mal ganz kurz zeigen, auch an die Zuschauer, die zugekommen sind, was ist passiert. Ich bin gerade dabei, hier die Pommesbude zu bauen, beziehungsweise es gibt hier gebackene Kartoffeln. Und wir haben hier eine Maschine, die Kartoffeln quasi verarbeitet. Und die wird noch ein bisschen weitergebaut, aber man soll so ein bisschen gucken können, den Prozess, wie entstehen die Kartoffeln. Und hier ist die Maschine und da kann man nämlich auf den Knopf drücken. So, jetzt startet die. Später kommen noch Lichter, die leuchten auf. Schritt 1 ist waschen. Die Kartoffeln werden gewaschen. Nach dem Waschen geht es weiter in Schritt 2. Dort werden sie dann hier kurz abgekocht im heißen Wasser. So, und dann sollen die Kartoffeln halt hier oben nochmal weiterverarbeitet werden. Als nächstes werden die geschnitten. Da kommt eine Stanze. Die Stanze soll die auch schneiden. Jetzt registriere ich das erst. Du nutzt hier die Lava und die Magma. Ja, du siehst genau, das ist schon alles getimed. Das heißt, sobald die Kartoffeln weitergehen, also sobald die Kartoffeln die linke Maschine verlassen, Achtung, jetzt gleich schalten die um. Dann gehen die in die Magma-Blöcke rein, damit die auch erstmal schön
Und dann hat man hier ein Loch zur Technik. Ja, das ist nicht. Oh mein Gott. Hm, da sind sie. Nein, wie komme ich hier jetzt wieder raus? Vorgekocht sozusagen. Okay, liebe Zuschauer, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch Spaß gemacht. Sage bis morgen, zum nächsten morgen. Mal. Nein, was sollen die nein, nicht nein. Vergessen? Ja, morgen. Morgen nicht vergessen. Genau, nicht vergessen. Morgen geht der Server, der Miesters Fanserver, online. mc.namemiesters.de ist die IP. Dort könnt ihr dann auf den Server ab 18 Uhr, also am 1.8. um 18.18 Uhr 2018. Ne? Das heißt, morgen geht der Server online. Und wie gesagt, drei Spielmodi: Kreativ, Survival, also Freebuild. Freebuild, genau. Oder Citybuild. Und Skyblock. Ist. Und Skyblock, da haben wir da auch ein neues Plugin mit anderen Features. Da könnt ihr euch auch mal ein bisschen umschauen. Ich sage auf jeden Fall bis dahin und tschüss. Tschüss. Eine Sache jetzt hier gemacht. Ja, und ciao Leute, erstmal auf Mythos Livestream. Ich mache auch nochmal ganz kurz eine Abmoderation. Also Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen soweit. Nächste Mal geht es dann auch weiter mit der Kartoffelmaschine. Ich hoffe, dass es jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Sekunde muss ich noch hier gucken, dass die Kartoffeln da oben richtig rauskommen. Ja, tun sie. Also, hiermit auch von meiner Seite aus. Liebe Leute, macht's gut. Bis bald und ciao. Tschüss.